What's up, Vampire Family, and happy welcome zu einem neuen Stadion-Vlog. Und heute, dieser Stadion-Vlog ist etwas Besonderes, denn unser bester Stadion-Vlog bisher war der Jahrhundert-Vlog Magdeburg gegen Hertha BSC. Und ihr dürft dreimal raten, bei welchem Spiel wir heute sind. Heute sind wir genau in der Rückrunde bei Hertha BSC gegen Magdeburg. Es wird unfassbar krass. Und ich sage euch eine Sache, ich hatte noch nie vor einem Spiel so viele Anfragen von beiden Fanlagern, dass ich bitte dieses Spiel vloggen soll. Ich habe mir extra Urlaub genommen und ich kann es kaum erwarten. Es wird so mega geil. Beide Fanlager, brutal geile Fußball-Fanszenen. Beide Mannschaften, richtig geil. Da wird Feuer auf dem Platz sein, da wird alles auf dem Platz sein. Und das auch noch in meiner Stadt Berlin. Leute, ich kann es kaum erwarten. Ich freue mich auf alle von euch. Und ja, ich fahre jetzt gleich nach Berlin. Es ist 4.30 Uhr. Ich bin born ready. Wir gehen jetzt los. Wir sehen uns gleich in Berlin. Es wird so mega geil. Ciao, bis gleich. So, auf dieser Seite der Spree. Also hier war ich noch nie. Ich bin ja immer, wenn, da lang gegangen und dann dort rüber. Aber hier an sich war ich noch nie. Ist auch eine schöne Sache hier. Ich hoffe, dass ich da überhaupt weiterkomme und nicht gleich wieder zurückgehen muss. Mal schauen. Und heute ist hier der ukrainische Präsident da, Zelensky. Deswegen ist die ganze Seite ums Brandenburger Tor, ums Reichstaggebäude komplett gesperrt, ey. Vielen Dank, Bro. Komm doch einfach morgen, wenn ich nicht da bin. Warum heute? Gönne ich mir hier gerade ein, ich weiß nicht, was das ist, Alter. Aber das schmeckt so lecker. Irgend so eine White Chocolate, Sahne, Karamell, Gedöns. Also, da wir jetzt einiges noch an Zeit haben, bis das Spiel beginnt und bis ich zum Stadion gehe, dachte ich mir, gehen wir mal auf Aufklebersuche. Und ich guck mal, wo ich was alles finde. Ich zeige mir mal verschiedene Aufkleber, die ich irgendwo in Berlin finde. So, Aufkleber Nummer 1. Hertha Kiez Steglitz. Geiles Ding. Auch sehr interessant, Frankfurt und Chemie Leipzig. Ne, BSG Leipzig, sorry. Da. So, da haben wir den nächsten. Ostkurve Hertha. Oha, Leute. Das ist ein richtig geiler Aufkleber, den will ich haben. Unsere Heimat, Olympiastadion Berlin. Das will ich haben. Wer hat diesen Aufkleber für mich? Hier oben ist noch einer. OFC, Sehnsucht zum Spreeklub. So, hier haben wir nochmal Hertha. Dann haben wir Union Berlin, Alter. Und da drüber ist der Aufkleber, den ich die ganze Zeit suche. Von den Harlequins. Den möchte ich haben, Leute. Wer hat diesen Aufkleber für mich? Ein Abstecher im KDW gemacht und jetzt gehe ich auf jeden Fall irgendwo Döner essen. Ibo hatte mal Pamphila empfohlen. Vielleicht gehe ich da einmal hin und guck mal, wie es da schmeckt. So, da vorne ist der Dönerladen, wo wir jetzt hingehen oder wo ich hingehe. Vielen Dank, Ibo, für diese Empfehlung. Jetzt gehe ich da rein und probiere mal diesen Döner. Es gibt so einen Döner-Teller, glaube ich. Ganz normal, hier Döner-Teller. Boah, ist schon ein guter Preis, aber soll sehr lecker sein. Dann gibt es Pide. Oh, ich würde am liebsten jetzt alles essen. Aber ich glaube, ich nehme einfach einen Döner. Ich habe richtig Bock auf. Oh Gott, guckt euch das an. Uff. Beatty ist richtig lecker, kann ich jedem empfehlen. Ja, irgendwas nehme ich davon. Nachdem ich richtig lecker Döner gegessen habe, habe ich den Laden des Jahrhunderts gefunden. Es ist meine Geburtsstadt, Sarajevo. Guckt euch das mal an. Da. Einfach mega geil. Sarajevo Balkan Spezialitäten. Cevapcici. Boah, richtig geil. Ihr wisst ja, dass ich immer wieder neue Berlin-Orte erkunde. Und heute auf dem Tagesplan ist Berlin Wedding, Leute. Da vorne steht Wedding Bahnhof. Hier ist irgendwie ein Park. Mal gucken, was es hier so gibt. Ich glaube, sowas gibt es auch nur in Wedding.
Da ist einfach ein Stück Mauer nach oben transportiert worden. Da. Wahnsinn. Sieht mega lustig aus. So sieht's hier aus. Modern, alt. Ja, so eine Passage. Ich fahre jetzt da lang, da müsste ich irgendwo beim Brandenburger Tor oder Berlin-Mitte rauskommen. Und da sind schon wieder Sticker. Aufkleber. Das liebe ich ja so an Berlin, diese Graffitis, diese mega großen Graffitis auf den Häusern. Gut, das sieht jetzt nicht übertrieben geil aus, aber grundsätzlich sehen die eigentlich sehr, sehr geil aus. Und ja, das ist echt, weiß nicht, meine Welt. So Leute, hier sind wir wieder bei den Stickern. Erstmal Hertha, dann FCK drüber geklebt. Das geht ja gar nicht. Und hier die Young Boys aus Bern. So, und hier war, glaube ich, St. Pauli am Berg. 125 Jahre Hertha und dann Hertha auffressen, St. Pauli. Wir sind jetzt fast in der Area Hertha BSC. Und guckt euch mal diesen großen Aufkleber an hier. Crazy. Hier beginnt es blau-weiß zu sein. Das hier ist die, für mich die blau-weiße Allee. Ich nenne das so, ist mir egal. Auch wenn die nicht so heißt. So. Okay, ihr Lieben. Kommen wir zur Prediction. Ich glaube, dass Hertha aktuell wieder so, ich sag mal, ein bisschen weiter nach oben geht. Magdeburg sich aber auch richtig gut macht. Ich tippe heute mal auf ein 2:2. Ich glaube einfach nicht, dass Hertha jetzt unbedingt das Spiel gewinnen wird, aber auch definitiv nicht verlieren wird. Und von daher, ich tippe auf ein 2:2. Und dann schauen wir mal. Aber für euch hoffe ich auf ein, keine Ahnung, 5:5, 6:6. Oder wie in meinem Jahrhundert-Vlog, ein 6:4 vielleicht diesmal für Hertha. Dann ist es ausgeglichen. Dann haben wir in zwei Spielen 10:10. Das ist auch gut. Das passt. So, immer wieder geil hier zu sein. Wenn diese blau-weißen Fahnen wehen, das Olympiastadion zu sehen ist. Es leuchtet auch schon wieder richtig schön blau. Man sieht das nur nicht wegen dem dunklen Himmel. So, nachdem ich jetzt alle meine Leute wieder besucht habe, wie ich kenne, meine coolen Fanclubs, geht es jetzt endlich ins Stadion. Ich kann es kaum erwarten. Nochmal schöne Grüße gehen an alle raus, die mich wiedererkannt haben, die jetzt endlich auch mal Fotos gemacht haben. Und ja, ich gehe jetzt rein. Es wird so geil. Die Energie ist da. Energy pur. Das ist auch ein sehr, sehr geiles Projekt von Hertha BSC. Geht mal gerne bei denen auf die Instagram-Seite. Richtig cool. Wirklich. So Leute, auch das ist immer wieder Standard. Einmal so ein Video aufzunehmen. Guckt euch das mal an, wie schön das leuchtet mit dem Himmel auch noch. Einfach alles wieder perfekt für einen richtig geilen Fußballabend. Welcome home. Da sind wir. Oha, guck mal da. Ich glaube, die Magdeburger sind da. Da wurde schon abgesperrt, da und da. Aber ich glaube, die werden noch viel weiter hier reingehen. Und auch weiter hier reingehen, safe. Und da ist wieder unsere geile Ostkurve. So Leute, im Olympiastadion angekommen. Direkt die Community getroffen. Mahlzeit. Schön, dass wir uns hier auch mal im Stadion sehen. Finde ich und auch. Jetzt möchte ich mal ein Ergebnis von dir haben. Ich sage, heute wird es ein 2:2. Heute macht Rabobnik sein erstes Tor und Brebiak macht das zweite Tor. Und was sagst du zu dieser Magdeburg-Invasion heute? Ich sag so, ich kenne viele, aber die Stimmung in der S-Bahn war extrem scheiße. Also, ich habe ein anderes Gefühl von denen gehabt. Aber naja. Okay. Man kann sich gerne täuschen. Ja, ich kenne ja die Magdeburger, die werden heute richtig abfackeln. Aber unsere Ostkurve auch. Und, by the way, ich habe auch 2:2 getippt. Deswegen, mal gucken, was kommt. Wenn zwei schlaue Köpfe 2:2 tippen, muss es so enden. Ich habe mal wieder exzellente Plätze für euch, Leute. Ostkurve, Magdeburger Invasion und ein geiles Fußballspiel. Alles da. Einfach perfekt. So, Leute, geht's los. Die Mannschaft kommt auf den Platz. Geil. So, da wird schon meine Choreografie vorbereitet. Die ganzen Magdeburger drehen jetzt schon durch. Das wird, glaube ich, so krass.
Guckt euch dieses Banner mal an. Leute, ich kann es nicht glauben. Auch Berlin ist jetzt zwar nur vegan, aber besser als gar keine Wurst, oder? So, Ostkurve ist komplett gefüllt. Auf der anderen Seite ist es noch ein bisschen leer. Gästeblock komplett voll. Ich bin echt gespannt, was die da vorhaben. Und ja, bei uns ist auch noch ein bisschen leer. Aber wichtig ist, dass das voll ist und dass das voll ist. Der, das ist, was ich liebe. Es werden hier, glaube ich, eindeutig Pyros gezündet. Und dort auch. Die 15 Jahre Guckt euch das bitte einmal an. Das ist Wahnsinn. BSC! Hier kommt die Mannschaftsaufstellung, präsentiert von Crazy Wasser. Im Tor unsere Nummer 12, Chirac! Ernst! Die Elf heute Kapitän Fabian! Riese! So kennt man die Ostkurve. Let's go! Also ganz ehrlich, was jetzt schon hier passiert, das ist der Wahnsinn. Digga, stimmungstechnisch wie im Hinspiel. Völlige Stimmungsbombe. Wir gehen rein. Leute, viel Spaß mit dem Stadionvlog. Let's go! Leute, guckt euch das bitte an. Choreografie Magdeburg. Herr Thaler mit den Schals, Alter, maximal krank. Die Jungen von der Hertha. Kommen alle, guckt euch das bitte an. Heute wollen sie gewinnen. Für das blau-weiße Trikot. Sowieso. Oh, oh, oh. Ich glaube, Magdeburg zündet jetzt. Einfach enjoyen. Es kommt jetzt Hertha BSC. Schala. Maximal crazy hier. Und by the way, das Spiel hat auch begonnen. Da wird komplett abgefackelt. Und auf der Seite kommen jetzt die Magdeburger Flaggen, ey. Boah. Das ist doch echt langsam Wahnsinn, was hier passiert. Okay, jetzt geht's hier los. Okay, jetzt geht's hier los. Alter! Gar nicht mehr. Bitte friedlich, Schiedsrichter, bitte Spiel stoppen. Kein Mensch guckt sich das Spiel mehr an. Ist ja der absolute Wahnsinn, Alter. Jetzt eine Chance.
für Hertha. Leute, so sieht das im Olympiastadion jetzt aus. Die Fackeln da, die Fackeln da. Stimmung bombastisch. Digga, das ist so geisteskrank, was hier passiert. Das ist nicht mehr normal. Ohne Witz, es ist nicht mehr normal. Digga, das ist ohne Witz in 5 Minuten. Das komplette Hinspiel in Magdeburg ist hier in 5 Minuten gerade gewesen. Völlig crazy. Stimmung an. So Leute, jetzt kommt das Ritual von Magdeburg. Hört es euch an. So, Reza Ball. Also ich bin ehrlich, ich glaube, wir haben hier die 2 lautesten Fanszenen in der 1., 2., 3., 4., 5. Bundesliga. Das ist der Wahnsinn, was hier abgeht. Das kriegst du ja nicht mehr. Das ist crazy. Also man muss wirklich sagen, auf beiden Seiten gute Chancen. Beide Mannschaften super ins Spiel gestartet. Fantechnisch beide Seiten übertrieben. Also das ist einfach genau das, was ein Fußballherz, ein Zuschauerherz braucht. Nichts anderes. Ich brauche keine Champions League, ich brauche keine Europa League. Das ist what I need. Und die Gästefans gehen komplett ab. Magdeburg führt 1-0. Hört euch das an, das ist geisteskrank. Das ist maximal crazy. Und jetzt kommt die Stärke von Hertha, guckt euch das an. Es wird weiter angefeuert, keiner hört auf. Wirklich großer Respekt. Leute, im Fußball ist es immer dasselbe. Machst du vorne die Dinger nicht rein, knallen sie dir hinten rein. Hertha hatte super Chancen vorne, aber wenn man die Dinger nicht macht, das leere Tor nicht trifft, kann ja auch nichts mehr. Also, sorry. Die Fans können leider nicht alles alleine, ja. Und auch ein Rese kann leider nicht alles alleine. Das ist einfach Wahnsinn. Yeah.
Hertha BSC bekommt einen Elfmeter, Leute. Yes. Oha. Jetzt wird spannend. Wer schießt den Elfmeter? So, Leute. Macht ihn oder macht ihn nicht? Allein, so ist der Stolz von Spreer zu sein. 1:1, Leute. Crazy, es geht wieder los. Unfassbar. Es geht wieder los wie im Hinspiel. 1:1, 1:2, 2:2. Kann nicht mehr. Ich schwöre, ich kann nicht mehr. Die zwei ohne Witz von Fans, die zwei besten Mannschaften, das ist unglaublich. Leute, guckt euch das mal an. Ich habe gerade irgendwie das Gefühl, das ist so ein DFB-Pokalfinale. Ja, es ist. Ich glaube, in keinem einzigen DFB-Pokalfinale war die Stimmung jemals besser als in diesem Spiel. Das ist krank. Was für ein Ball! Ich wollte gerade sagen, wenn er zuckt, muss er rot gehen. Es geht wieder, guck dir das an! Digga! Ich kann nicht mehr! Ich kann nicht mehr! So! Digga, was passiert hier schon wieder, Alter? Was ist schon wieder? Ha, ho, hey! Hertha BSC! Ha, ho, hey! Ich sage euch, das wird genauso ein Spiel wie im Hinspiel. 9:9 oder so. Jetzt hätte ich gerne Eishockey-Regeln, dass die beiden Mannschaften, ich glaube, 4 oder 5 oder 6 Mal in der Saison gegeneinander spielen. Von mir aus wirklich ohne Witz, Spieltag 1 bis 34 immer Hertha gegen Magdeburg sein. Jedes Wochenende will ich das Spiel gucken. So, das Spiel wird erstmal abgebrochen. Allerdings wird es nach der Pause oder unterbrochen, ja. Leute, sorry, ich bin maximal verwirrt. Es ist Halbzeit, gar kein Abbruch. I'm sorry, Fehlinformation. Da haben wir ihn wieder. Das ist aber so, dass sie einen Konter machen.
Und mega so geil! Einmal frei! Die Stimmung bei Corius, einmal frei! Ja, aber das war sehr schön. Also ich muss sagen, beide Mannschaften haben hier eine Führung verdient. Magdeburg spielt geilen Fußball, Hertha spielt richtig guten Fußball. Von den Fans her ist es der Champions League hoch 100. Ich habe es eben schon erwähnt. Von mir aus kann jedes Wochenende Hertha gegen Magdeburg spielen. Völlig geisteskrank. Ey. Ich freue mich auf die zweite Hälfte. Dazu 2-1. Unser Tipp war 2-2. Also mal schauen, was passiert. Ich glaube auf ein 6-4. Ja, bei der roten Karte auf jeden Fall. Und es geht wieder los, Leute. Happy New Year aus Magdeburg. Ich schwöre, ich find's geil. Sorry, Leute, aber ich find's geil. Jawohl. Das ist so unglaublich. Wie kommt die da mit dem Stadion? Ey, das frage ich mich jedes Mal. So, was macht Magdeburg? Hey Leute, man muss bedenken, Magdeburg spielt in Unterzahl und ist gerade die ganze Zeit am Ball. Es ist unglaublich. Das ist wieder mal bodenlos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bodenlose Leute auf dem Platz. Leute, da ist das 3-2 für Hertha. Ich schwöre, wir gehen wieder in diese Phase. Es ist unglaublich, ich kann es nicht glauben. Es geht wieder los. 3-2. Und wir haben die 55. Minute. Wahnsinn. So, wir haben die 83. Minute, Hertha führt 3-2, aber ich sage euch ehrlich, das Spiel ist noch lange nicht zu Ende. Hier kann alles noch passieren, hier können beide Mannschaften treffen, eine Mannschaft treffen. Das ist wieder so eine Trickkiste, wie im Hinspiel, Leute. So, letzte Spielminute. Was machst du denn da, Mann? Also man muss mal wirklich den Magdeburgern Respekt aussprechen. In Unterzahl so zu spielen, ist schon krass, Alter.
schwer, ich will den Teufel nicht an die Wand malen, aber ich schwöre euch, Battle wieder nach einem Gegentor. Ey, das kann nicht wahr sein. Wie kannst du denn im Überzahl einen Stürmer rausnehmen und noch einen Abwehrspieler reintun? Bringst alles durcheinander. Ich schwöre, die Battle wieder. Und jetzt Tempo! Jetzt Tempo! Was ist das für ein Scheißball, Alter? Der Schiri müsste jede Sekunde abpfeifen. Magdeburg immer noch richtig hart dabei, das Unentschieden noch zu holen. Ich wiederhole es nochmal, die spielen in Unterzahl. Der Schiri pfeift ab. Hertha BSC gewinnt 3:2 gegen Magdeburg, Leute. Unfassbar. Ey, ich schwöre euch, ich weiß nicht, was zwischen diesen beiden Mannschaften los ist, aber es ist immer krass. Herzlichen Glückwunsch an Hertha. Richtig geil. Aber ganz ehrlich, Magdeburg, das war ein Wahnsinnsspiel. Von den Fans her, von den Spielern her. In Unterzahl so krass zu spielen, ist schon Wahnsinn. Aber Hertha hat gewonnen. In dem Sinne, Leute, vielen, vielen Dank, dass ihr wieder zugeschaut habt. Es war, glaube ich, wieder ein ultra geiler Stadionvlog. Und was sagst du noch als Abschlusswort? Abonniert euer Fanprime, wir sind das Video. Habt ihr gehört? Abonniert Fanprime. Und wir gehen jetzt nur nach Hause. Leute, bye bye aus Berlin. Vielen, vielen Dank, es war crazy.